So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Erfolgsinterview. Heute mit Tobi. Tobi auch ein junger Familienpapa, mit dem wir seinen Shop gemeinsam aufgebaut haben, mit dem er jetzt aktuell knapp 30.000 Euro umgesetzt hat. Von daher erstmal großes Danke an dich, Tobi, dass du da bist, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, ich spiele den Ball einfach mal kurz zu dir rüber. Das heißt, stell dich doch einfach mal kurz vor. Bedeutet, wer bist du, wie alt bist du, was machst du? Ja, ich bin Tobi, bin 38 Jahre alt, habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert, nebenbei noch BWL studiert und bin in der Entsorgungsbranche tätig. Ja, und nebenbei versuche ich mir gerade meinen eigenen Online-Shop als zweites Standbein aufzubauen. Ja, nachdem du schon knapp 30.000 Euro Umsatz gemacht hast, ist es ja nicht nur ein Versuch, sondern ein verdammt guter Start gewesen. Und was war deine Motivation, mit einem eigenen Online-Shop Geld zu verdienen? Ja, ich habe mir überlegt, was kann man vielleicht noch tun. Ich hatte eine eigene Idee und die wollte ich gerne umsetzen und ich wollte auch etwas Sinnvolles tun. Und ich bin, bin in eine Nische gegangen, habe mir was überlegt, wo ich auch was Gutes tue. Und das ist eine Herzensangelegenheit von mir und deswegen, das motiviert mich. Das heißt, bei dir war die eigene Motivation jetzt eigentlich nicht nur aus dem Thema Geld heraus, sondern wirklich auch was Nachhaltiges oder eine Message oder eine Mischung oder auch Thema Unabhängigkeit oder was war bei dir so die Hauptmotivation? Genau, also es war nicht nur jetzt rein Profit zu machen oder sonst irgendwas, sondern ich wollte auch etwas Gutes tun und eine nachhaltige Marke möglichst aufbauen und dann ja sozusagen der Gesellschaft auch wieder was zurückgeben. So, ich meine, du hast ja gefühlt hunderte von Geschäftsmodellen, wie du irgendwie online Geld verdienen sollst und kannst und so weiter und so fort. Wieso hast du dich jetzt gerade für Print on Demand entschieden und nicht für irgendein anderes Geschäftsmodell? Ja, zum Ersten, weil ich das ja neben der Arbeit mache, also die Print on Demand hat ja generell geringe Investitionskosten. Also du musst nicht wie bei anderen Sachen unendlich viel Geld erstmal investieren, um dir dein Business aufzubauen und dann halt auch die nachhaltigen Materialien, die dort verkauft werden. Genau, das war so im Großen und Ganzen der Grund dafür. Und ich meine, du bist ja auch jemand, der schon berufserfahren ist, also bist du nicht erst seit ein, zwei Jahren irgendwie in einem Job drin, sondern schon eine ganze Weile. Hast dir jetzt aber trotzdem ja was aufgebaut, so die ersten 30.000 Euro mit dem Shop auch umgesetzt. Was ist es für dich für ein Gefühl, zum ersten Mal auch irgendwie unabhängig Geld verdienen zu können? Ja, fühlt sich richtig gut an, auch mit dem Hintergrund, den ich halt dabei habe, dann auch wieder was zurückgeben zu können. Es fühlt sich einfach richtig, richtig cool an und ja, habe ich vorher nicht mit gerechnet und jetzt umso schöner, dass es so ist. Und wie bist du damals auf uns oder auf Hook Consulting eigentlich aufmerksam geworden? Ich habe tatsächlich auf YouTube habe ich ein Video von dir gesehen und dann bin ich dir auch gefolgt und habe das Ganze so ein bisschen verfolgt, deine Posts mal gesehen, die ganzen Erfolgsinterviews immer so angeguckt und auch die Bewertungen. Bei Trustpilot habe ich mir angeschaut. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, mich mal bei dir zu melden. War es dann für dich so ein absoluter No-Brainer? Oder war es bei dir auch so, dass du irgendwie eine gewisse Angst vor der Zusammenarbeit hattest oder warst du skeptisch oder ähnliches? Ja, ich war skeptisch auf jeden Fall. Also ich bin bei solchen Sachen immer erst am Anfang skeptisch. Meine Frau sagt immer, du traust dem Briefträger nicht über den Weg. Und so ungefähr ist es auch. Deswegen skeptisch war ich schon. Durch das Gespräch, was wir dann geführt haben und die ganzen anderen Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe, habe ich mich dann letztendlich doch dazu entschieden. Was war dann für dich so der Punkt, der dir wirklich den inneren Arschtritt irgendwo gegeben hat? Also war es jetzt wirklich das Beratungsgespräch, das wir hatten, wo du nochmal mehr Vertrauen fassen konntest? Oder war es auch irgendwo so ein innerer Antrieb? Oder was war das, was dich halt zum Umdenken gebracht hat oder dann auch wirklich ins Handeln gebracht hat? Ja, also erstmal, wie ja gerade schon erwähnt, also ich wollte oder will meine Idee umsetzen gerne und wollte da ins Handeln kommen. Und ja, da ich von alleine, aber die ganzen Strategien und so weiter, kannte ich halt nicht, ne? Also ich bin ja ganz neu in dem Geschäft auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann hast du mich persönlich in dem Gespräch noch mehr überzeugt.
So, man ist ja online immer, da ist man ja immer erstmal skeptisch, so was kriegt man, was passiert da und so weiter. Und dann habe ich halt gesehen, okay, den gibt es wirklich, der ist auch sympathisch, ich glaube, das könnte was werden. Und dann habe ich gesagt, komm, das mache ich mal. Und vor allem, ihr wart ja wirklich, wenn man jetzt mal zurückblickt, relativ fix. Ich meine, du hast es ja vorhin, glaube ich, noch gesagt. Das heißt, wie viel Umsatz hast du jetzt nochmal gemacht gehabt, in welchem Zeitraum? Und vor allem, ihr seid ja wirklich bei 0,0 gestartet. Ja, ich glaube, in den letzten 3 Monaten sind das jetzt circa 26.000 Euro Umsatz. Also im Endeffekt knapp 30k. Und was würdest du dann sagen bei knapp 30.000 Euro, die du gemacht hast? Worauf kommt es besonders an, wenn man solche Umsätze erreichen will? Also was sind so die Stellschrauben, wo du sagst, hey, die sind wirklich wichtig? Ja, auf jeden Fall, dass man immer dran bleibt, immer motiviert ist und auch, ja, auch nicht aufgibt, ne? Also es gibt auch immer wieder mal Rückschläge, wo du dann denkst, so, jetzt heute läuft es nicht so gut, ne? Und ja, aber wenn man immer dran bleibt und immer ja alles gibt und das möchte und seine Idee umsetzen möchte, dann wird das auf Dauer funktionieren. Das heißt, was würdest du sagen, inwiefern hat dir denn gerade das Coaching dabei geholfen? Also war es mehr so der rote Leitfaden, sag ich mal, oder die Strategie, die wir drin haben, oder war es mehr die persönliche Betreuung? Also was ist das ganz authentisch beantwortet, wo du sagst, das hat mir eigentlich so den meisten Mehrwert gegeben? Ja, das war so ein Mix aus allem, würde ich sagen. Also der rote Leitfaden, durch deine Videos, die du zur Verfügung stellst, da ist der Content schon richtig gut. Und dann muss man auch sagen, du warst immer erreichbar, ne? Also du hast immer relativ schnell geantwortet, wenn irgendeine Frage aufkam. Ganz so viel musste man sogar durch die Videos schon gar nicht mehr fragen, aber wenn eine Frage aufkam, hast du die direkt beantwortet. Genau, das. Sehr schön. Und was würdest du sagen, wie hat sich dein Leben entweder per jetzt oder auch perspektivisch für die Zukunft durch den Job oder auch durch das Coaching irgendwo verändert? Ja, also es ist ein schönes Gefühl, sage ich mal, ja, etwas Eigenes geschafft zu haben. Also ich bin natürlich noch nicht am Ende, aber bis jetzt fühlt es sich sehr gut an und ja, das ist einfach die Motivation weiterzumachen, weil ich das Gefühl habe, wenn man etwas möchte und dafür arbeitet, dann wird das auch automatisch irgendwann zum Erfolg führen. Das heißt hier Thema schönes Gefühl. Was würdest du sagen, rückblickend? Was war so dein schönster Moment während des Coachings? Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen, da würde ich spontan sagen, glaube ich, so die erste Bestellung, die reingeflattert ist, weil ich da irgendwie, ja, da ist dann so eine Last abgefallen quasi, ja, weil man ja so ein bisschen vorher was dafür getan hat und dann hat man gesehen, hey, das scheint zu funktionieren und ja, das war einfach ein richtig schöner Moment. So. Wenn du jetzt mal so 2, 3 Monate, sag ich mal, gedanklich zurückgehst, das heißt, stell dir vor, da ist irgendjemand, der will selber irgendwie Geld verdienen, Online-Geld verdienen, unabhängig Geld verdienen, hat aber noch nie irgendwie was gemacht. Was würdest du dem raten, wie er am besten anfangen sollte? Also, was sind so die ersten Schritte, wo du sagst, hey, wenn du wirklich dir was aufbauen möchtest, was funktioniert, dann mach mal XYZ. Ja, erstmal sollte derjenige eine Idee haben und sich ja auch informieren, welches Geschäftsmodell für ihn am besten ist. Und dann, ja, bei mir war es ja auch so, ne? Also ich meine natürlich, ich komme jetzt irgendwie ja aus einem beruflichen Bereich, wo man vielleicht das ein oder andere Hintergrundwissen hat, aber natürlich nicht genau im Online-Business. Und ja, wenn man das nicht hat, dann sollte man sich meines Erachtens Hilfe holen, auf jeden Fall. Und ja. Wissen organisieren, auf welchem Wege auch immer. Wobei man natürlich auch noch der Vollständigkeit halber mit dazu sagen muss, es ist cool, wie jetzt bei dir, du bist am Anfang gestartet und hattest eigentlich schon so eine Mission im Kopf. Das heißt eigentlich eine ganz konkrete Idee, wo die Reise hingehen soll. Wichtig für jeden, der das noch nicht gemacht hat, ihr könnt im Endeffekt mit dem komplett leeren Kopf kommen. Ja, das heißt, es muss nicht jeder so gesegnet sein wie Tobi, der schon von Anfang an ganz genau wusste, wo soll für mich die Reise hingehen. Das heißt, welche Produkte man verkauft, in welche Nische man reingeht und so weiter. Das lernt man im Endeffekt alles. Ne? Nur bei dir war im Endeffekt der Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet. Man musste das Baby eigentlich nur noch groß machen. Und von daher würde ich sagen, an der Stelle erstmal vielen Dank, Tobi, fürs Teilen deiner Insights, deiner kleinen Reise, die wir jetzt ja auch noch größer machen wollen gemeinsam. Und für jeden, der im Endeffekt vielleicht an der gleichen Stelle, sag ich mal, steht oder in der gleichen Situation ist wie Tobi vor 2, 3 Monaten. Das heißt, wenn du dir selber auch deinen eigenen Shop aufbauen möchtest, dir selber eignest entweder ein Hauptstandbein oder ein zweites finanzielles Standbein, dann melde dich gerne. Das heißt, mach das gleiche wie Tobi damals auch. Trag dich für ein Beratungsgespräch ein. Link dazu findest du entweder unterhalb oder oberhalb des Videos. Und dann führen auch wir erstmal ein Beratungsgespräch.
lernen uns erstmal kennen und im besten Fall bauen wir dann genau das Gleiche auch für dich auf. In diesem Sinne, großen Dank nochmal an Tobi an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao.